Hast auch du das Gefühl, dass eine Seite von dir schwächer ist als die andere? Oder du willst einfach allgemein stärker werden im Training? Dann herzlich willkommen bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Hey Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Thema von heute: unilaterales Training. Was bedeutet unilateral? Unilateral bedeutet nichts anderes als in unserem Fall einbeinig oder einarmig zu trainieren. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Und normalerweise trainieren wir eigentlich bilateral im Training. Das heisst, wir brauchen immer beide Körperpartien und trainieren so beides gleichzeitig trainieren. The passion takes some action and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Drei Vorteile von unilateralem Training. Erstens, die schwächere Seite wird nicht von starken Seiten unterstützt. Zweitens, auch deine unterstützende Muskulatur wird vermehrt mittrainiert. Drittens, Verletzungsrisiko sinkt, weil auch dein Gleichgewicht dadurch besser wird. Der einzige Nachteil ist, dass es ein bisschen länger geht. Aber wenn du doch mal genug Zeit hast, probier es einfach aus. Und schreib uns deine Erfahrungen in die Kommentare und für mehr Tipps folge uns.